Ich glaube, man sieht es mir schon an. Warte mal, ich bin noch nicht so weit. Die Folge hat trotzdem angefangen. Nein, ich bin noch nicht so weit. Ich muss erst meine Lautsprecher auftreten, sonst habe ich hier überhaupt keine Mood. Das zählt aber trotzdem schon mit rein. Na, du schneidest das ja. Ich schneide das ja und kann entscheiden, was wir drin lassen und was nicht. Aber das war jetzt gerade so sympathisch, diese... Ja, das ist jetzt also behind the scenes. Ungeplant, nicht geschrieben. Bin viel kleiner als du übrigens. Im Vergleich zu den Sachen, die sonst so schreiben. Wir sind zurück in Amnesia. Ich bin etwas angespannt, weil jetzt die Scheißstelle kommt. Ihr wisst, wovon wir reden, weil ihr habt ja natürlich alles vorher geguckt. Inklusive Sonderfolgen und allem drum und dran. Wir spielen diese Stelle jetzt zum dritten Mal. Ich habe es ja fast schon geschafft und jetzt darf Martin mal. Du hast ja schon zweimal verkackt, ne? Ich bin Beifahrer, gell? Wie zweimal? Ja, stimmt. Ja, ja. Fuck. Okay, also. Also, nach oben. Mein Gott. Erster Gang. Jetzt links. Ziehen. Jetzt rechts. Vollgas. Die Tür geht drücken. Da kann man einfach drücken. Durchgehen. Dann ja, anziehen dann bei der nächsten. Abziehen. So, Rad nehmen, umdrehen. Hey, du bist ja richtig fix. Naja, ja, ja, ja. Wie bei Schlag den Rab, da bist du auch mal so ein Spiel geben. Entkomme dem Wasserpenner. Ich bin auch demnächst bei Schlag den Rab. Ruft für mich an. Das wäre so, ich würde so versagen. Kann ja nichts. Ich würde, glaube ich, bei allen körperlichen Spielen versagen, aber bei allen Quiz-Spielen mit dem Rab den Boden aufwischen. Kann man nicht als GameCube-Team irgendwie... Na. Oi. Oh, da habe ich schon wertvolle Sekunden verloren. Ich glaube, das ist noch ganz okay. Ich bin falsch gelaufen. Nach oben. Oh, es geruckelt. Oh, die Tür macht er gerade auf. Tür zu, da habe ich ja letztes... Genau. Einmal auch schon daneben gegriffen, ne? Hier, Rad drehen. Oh, fuck. Ne, ich glaube, das ist noch ganz gut in der Zeit. Gleich muss ich nach rechts ziehen, das andere, oder? Genau da lang, genau da lang. Und hier ist das Rad. Nach rechts ziehen? Ich glaube, ja. Ja. Pass auf! Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch weiter, viel weiter, viel weiter. Da war er schon. Oh, gleich bist du tot. Jetzt duck dich. Jetzt geht Vollgas. Wow. Ich schaff's nicht. Spring. Nach rechts? Ja. Spring. Spring. Ich hab so lange meine Tür im Raum. Rechts. Und jetzt klick auf die Tür. Ja, klick auf die Tür. Klick auf die Tür. Klick auf die Tür. Klick auf die Tür. Jawohl. So hab ich lang gebraucht bei dem Kurbel. Einmal. Ach, das war schon okay. Puh. Boah. Head over those in diese 21 hier. Sekunden. Ah, ne, Quatsch. Egal. Ja, weiter, weiter, weiter. Jetzt wird hier nicht durchgeatmet und so, ne? Was ist denn Lithium? Lithium ist ein chemisches Element, ein Metall. Aber man nimmt das ja anscheinend. Da stand eben den Text gelesen. Nee, da stand eben, so aufgeregt. Justine had overdosed on Lithium before. Sie hat irgendwie schon mal eine Überdosis an Lithium genommen und wusste daher, wie es sich auf den Körper auswirkt oder wie es sich auswirkt. Also wenn man sich anschaut, wie viele Leute über Brom bzw. Bromid in der ersten Folge Bescheid wussten, die können uns sicherlich auch erklären, was Lithium für einen Effekt auf den Körper hat. Sonst fragen wir Kurt Cobain, der hat ja auch ein Lied drüber geschrieben. Richtig. Und die Texte von Nirvana sind total tiefsinnig. Inspector Moreau, are you still with us? I'm looking forward to see if you managed to save him or not. I know very little about him, but surely he had a family, don't you think? Poor, poor, fatherless children. But he falls on his own sword. His kind is not meant to come for people like me. Laws are made for cretins. The aristocracy doesn't need to know right from wrong. We are always right. Das Schlimme ist, in einer ziemlich langen Zeit der Menschheitsgeschichte war diese Einstellung ja völlig richtig. So als Adel, Aristokratie, so richtig um Gesetze, muss man sich im Zweifelsfall nicht so viel scheren, wenn man die richtigen Kontakte hat oder genug Geld oder Einfluss. Im Gegensatz halt zu normalen Menschen. Genau, eben haben wir diese eine Tour, haben wir zugekurbelt, was auch ein bisschen gedauert hat. Vielleicht hätte man die auch nicht ganz runterfahren müssen, aber da war ja wahrscheinlich wieder eine Versuchsperson drin. Und wenn man die Tür nicht zumacht, kommt halt das Monster und killt den. Stimmt, ja. Naja. Aber wir haben jetzt alle gerettet. Drei Leute gerettet. Mal schauen, wie viele noch kommen. Und anscheinend diese Aufnahme hat Justine für den Inspektor aufgenommen, der sie ja damals eigentlich ins Irrenhaus stecken sollte. Richtig. Egal, jetzt schauen wir mal. Nee, wir müssen doch hier... Ne? Ja, wir wollen das sehen, was hier weiterspielen. So, was ist jetzt hier die große Bedrohung? Oh, da ist ein Loch im Boden. Okay, aber nicht so tief, Glück gehabt. Ist ein Grab, oder? Ja. Hier ist so ein Grabstein. Vielleicht steht da irgendwo was drauf. Warum hakelt denn das jetzt so komisch? Steht oben, steht 30 Frames die ganze Zeit. Komisch. Jetzt geht's wieder. Was machst du denn damit mit deiner Hand? Nix. Das hat sich so komisch angefühlt. Ich bin halt angespannt jetzt. Ja, du hast meinen Arm, aber meine Hand immer so.
Dann mach das halt nicht. Dann mach das halt nicht. Ich hab's geschafft, ja. Ich hab's geschafft. Kannst jetzt nicht ewig machen. Oh, was ist denn hier los? Warte mal, noch nicht machen dann, oder? So, man kann die anfassen. Noch nicht anfassen. Okay. Schau dich lieber erst nochmal um. Nicht, dass dann da was passiert, wenn du die anfasst. Es passiert ja oft mal was, wenn man... Frauen anfasst, einfach so. Ja. Du musst es wissen. Ruben, ist ganz zäh jetzt alles hier drin. Vielleicht darfst du nicht zu lange bei dieser Frau da. Meinst du, sie hat so eine, wie heißt das, so ein Gerichtsbeschluss? Der Grabstein rechts hat bestimmt was zu bedeuten, wenn der da schon in der Extrakammer ist. Der Grabstein? Welcher Grabstein? Hinter dir. Jetzt guck dich erst nochmal in dem Hauptraum um. Was ist denn los mit dir in dieser Folge? Ich bin nervös. Das lese ich auch mal, den Brief, oder? Oder meinst du, ich soll mich erst weiter umgucken? Du hast irgendwie Angst, dass ich hier was mache, oder? Den Brief, den würde ich jetzt aber schon lesen an deiner Stelle, wenn er schon da ist. Ja, was denn nun? Ja, lies halt den Brief. Ich habe da eben gefragt, du hast nichts gesagt. Du machst mich irre. Lies vor. Unfinished Letter, 4. Februar 1839. Herbert, I have contacted the consulate, and they said they will send you the permits you need for visiting Algeria. I wish you good luck on your search and that your findings will come at a lower price than mine. I am at a loss with my studies. My daughter has become distraught and distant. I did little to control her behavior, yet I believe the very notion of my observation has made her this way. My scientific indifference to our tests has not left her with an indifferent opinion. She finds my lack of reaction disappointing. She judges me, and most importantly herself, by the results of the tests. The reason I have had trouble finding any consistency within her character is because she tries different approaches to provoke me, and her actions only becomes more and more disturbing. Yesterday I lost myself and scolded her. She was terrified and humiliated. It saddens me greatly to bring my studies to a close without seeing it to the end, but I can no longer justify my research. I have to mend my relationship with my daughter. Ja, schön, mit seiner Tochter rumexperimentiert. Also hat den Herbert einen Brief geschrieben, hat ihm erstmal gratuliert dafür, dass er die Erlaubnis bekommen hat, nach Algerien zu reisen. Wünscht ihm da viel Glück und sagt, dass er hoffentlich nicht so einen hohen Preis oder einen niedrigeren Preis zahlen muss als er, worauf er aber anspielt, wahrscheinlich auf irgendwelche komischen Erlebnisse da. Mit seinen Studien kommt er nicht so recht vorwärts. Seine Tochter ist halt, ist ihm halt fremd geworden. Durch diese Studien halt. Er hat halt wenig getan, um ihr Verhalten irgendwie zu steuern. Aber allein dadurch, dass er sie halt so beobachtet hat, hat dazu beigetragen, wie sie halt jetzt geworden ist anscheinend. Seine wissenschaftliche Gleichgültigkeit ihr gegenüber, oder Two-Hour-Test, oder den Test gegenüber, has not left her with any indifferent opinion. Schwieriger Satz, oder? My scientific indifference to our test has not left her with any indifferent... Also die Tatsache, dass er recht gleichgültig oder sachlich diese Tests beurteilt hat, hat nicht dazu geführt, dass sie das auch so sieht. Oder so kann das sein. Ah, ja. Genau, und das... Sie findet es sehr enttäuschend, dass er so geringe Reaktion zeigt. Und genau. Und sie beurteilt ihn... Und sich selber, je nach Ausgang des Tests vor allem. Ja. So, und er kann halt keine Konsistenz feststellen in ihrem Charakter, weil sie halt jedes Mal anders an den Test herangeht und er meint, das macht sie, um ihn zu provozieren. Mhm. So, und dann ist er eines Tages, hat er halt die Beherrschung verloren und hat sie ausgeschimpft oder sie halt, oder mehr als ausgeschimpft. Und davon war sie halt wirklich einmal gedemütigt, aber auch verängstigt. Und deswegen wird er jetzt die Studie abbrechen, weil er es halt nicht länger rechtfertigen kann. Und er will halt die Beziehung seiner Tochter in Ordnung bringen. Ja, bisschen bestimmt spät. Ist es noch nicht zu spät dafür. Ja, Florbel. Sehr schön. So, dann gucken wir jetzt. Jetzt gucken wir mal, vielleicht steht da was auf dem Grabstein. Oh, was ist denn jetzt los? Was? Wie war es jetzt los? Das ist die ganze Zeit so. In dem anderen war es ja auch so. Soll ich mir den Grabstein angucken? Ja, oder schaut euch lieber erst nochmal in dem Hauptraum rum. Ein toller Beifahrer. So, da drüben ist diese Figur von der Frau, diese Engelsfigur mit den Flügeln. Hier sind überall aufgebrochene Gräber. Oder so ähnlich sieht es aus, zumindest hier. Und ich, oh,
ein Grammophon und schöne Zeichnungen. Gucken wir uns mal hier an, was hier los ist. Aktzeichnungen. Ja gut, aber sie wird ausgepeitscht. Jemand wird, das ist nicht so toll. Es sind mehrere Frauen, die sich gegenseitig auspeitschen. Okay. Das ist Kurt Cobain, von dem wir gerade geredet haben. Ja. Das warst du nach der Folge, als du es nicht geschafft hast. Das sind die drei Stooges, was? Ja, so saßt du in der Mitte, so saßt du aus oder links. Das waren die verschiedenen Stadien, als du es nicht geschafft hast, vor dem Wasserpenner zu fliehen. Wie? Ratlos, ja, leicht empört und dann enttäuscht. Dann geschrien und dann traurig. Ja. Hör mal. Nicht frech werden, sonst staubt's. Ja, und Kugeln. Und schon wieder Kurt Cobain. Wollen wir das mal anhören hier? Ja. Ja? Ja. Ja? Was kann man hier schon draufklicken? Ja, erstmal anhören. Kurbeln. Well done. You have triumphed. Conquered my cabinet. I wish I could tell you how you did, but alas, this is a recording. You will have to figure it out all by yourself. Triumph? Did anyone survive? The doctor? The priest? Or perhaps the policeman? Who was allowed to live? Why? You should really reflect on these past events and consider what they meant to you. What you have learned about your true nature. Father never knew me. He thought he did, but then he was frightened. And nothing was ever the same again. I can still see him, lying there on the floor. He looked so surprised. Da seht ihr, es endet nicht gut lang mit so einer... Soapstone stained by his blood fell to the floor with a sonorous thud. Blame me not, for I was but a child. With careful ambition, I dare to smile. Rest in peace, Papa. So, und jetzt, Also sieht man auf jeden Fall, dass es nicht gut ist, mit der eigenen Tochter irgendwelche Psychologie-Experimente zu machen. Sollen wir jetzt doch nochmal gucken, was mit dem Grab und mit dieser Statue los ist? Oder willst du einfach durch die Tür gehen? Es hat gerade alles so gewackelt. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas von hinten. Ja. Jetzt halt nochmal verkacken, muss ich echt durchdrehen. Ich weiß nicht, soll ich mal, was meinst du, erst Grab oder erst Engel? Tod oder Leben? Ich würde erst zum Grab gehen. Das ist ja auch die richtige Reihenfolge. Erst ins Grab und dann kommt man zu den Engeln. Aber was steht denn da? Was passiert denn da? Aha. Eine Rückblende. It all made sense, he thought. We all appreciate symmetry. Everyone is comforted by the casualty of logic. It gives causality, the impression, oder? Ach so, stimmt. Causality, Verzeihung. It gives the impression of a grand plan and that we may be able to grasp the inner workings of this perfect universe. You see, his wife had died while giving his birth to his son. That's why he was able to forgive. His family was just giving in to the symmetry. Okay. Symmetrie. Es macht alles Sinn, dachte er. Weil man immer die Symmetrie mag. Und dadurch ist jeder halt besänftigt, weil es alles logisch erklärbar ist, sozusagen. Und dadurch hat man immer das Gefühl, es gibt einen großen Plan, der hinter allem steht. Und man würde halt dann so das Universum verstehen, dass es ein perfektes Universum ist. Und zum Beispiel, das Beispiel ist, seine Frau ist zwar gestorben, hat aber als sie den Sohn geboren hat. Und dadurch konnte er praktisch den Tod der Frau verarbeiten oder vergeben, weil halt ein Leben genommen wurde, die Symmetrie in eins gegeben wurde. Und ist sie vielleicht die Frau? Lauf mal zu dem Engel. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen Philosophie hier noch am Ende. Philosophie von Helge Schneider ist übrigens auch gut. Das ist mit dem Lungenfisch, oder? Ja. Er lebte in Australien und hieß Jürgen. What was Mother like? She was the most beautiful creature ever to grace this world. I can't remember what she looked like, no matter how hard I try. Her beauty was blinding, Justine. We could never dare to chain such memory to our minds. It would be too much to bear. Also Mutter ist wohl gestorben, Mutter von Justine auch, und... Sonst wäre es vielleicht nie so weit zu gekommen. Da atmet wer... Was? Irgendwer atmet da. Das haben wir selber. Hau ab. Was war das? Ich hau einfach ab. Ja, das machst. Achso, ich dachte, man klickt einfach nur drauf. We must hurry to the end. Ich glaube, wenn da irgendwas mit hurry steht, ich renne einfach mal, oder? Ich mache jetzt hier nicht mehr to the gates. Wo lang?
Wo lang? Egal, im Zweifel links. Wo lang? Nein. Da rechts jetzt vielleicht? Da geht's dann jetzt. Ja? Ja. Was? Wo? Keine Ahnung. Hier links. Ich hab ihn einfach immer links. Der alte Plan. Ja. I am emerging. Ah. Sie kommt raus, oder wie? Oder was? Warum? Ich weiß es nicht. From beyond the irgendwas. Ancient City. Ich mache die Tür zu, oder? Ist ja immer gut. And so it comes to an end. Now that you have seen what you truly are, you are able to go on and face eternity. Without fear. Without doubt. Was soll ich machen? Hast du irgendeine Idee? Nee, keine Ahnung. Vielleicht drückst du dich mal an die Wand oder so. Verstecken? Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Ach, ich muss es hier aufhalten. Die Wände schieben sich gerade zusammen. Soll ich wieder raus? Was meinst du? Soll ich raus? Weiß ich nicht. Kommst du wieder raus? Ich muss das hier blockieren, mit den, dass das nicht, dass ich da genug Platz habe, oder? Ja, bringst du so eine Kiste da rein oder für dieses Brett vielleicht? Wo rein? In das Getriebe? Nee, okay. Kann ich hier irgendwas machen? Da ist hier, die hat auch noch was am, so ein Grammophon-Ding am Gesicht. Hey. Ist jetzt ich bin nicht gestorben, das war voll. Ich habe die Kisten nebeneinander gelegt, dass die Wände nicht ganz zusammengehen können. Wie bei Star Wars. Ach, guck an, okay. This was the best one yet. So elaborate. It's just too much. Enough of this. Get up, Justine. Well done, child. God be praised. You have saved us, child. Open the door. Oh, cool. Hey, you! Almost free, come! It's already locked, but you can never be too certain. Eh? They can't hurt me anymore. Wir sind Justine, das haben wir die ganze Zeit vermutet, aber anscheinend weiß sie es jetzt auch selber gerade, oder? Das war es gerade der Vater, der gerufen hat? I really should keep this door locked. Das war automatisch gerade. Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Mademoiselle Justine, are you down there? Is everything all right? Of course, Clarisse, I'm quite all right. Is everything ready for tonight? Yes, the goose is ready any minute now. The guests should be arriving within the hour. Clarisse, I know it's a busy day, but make sure to post this letter for me, okay? Certainly, Mademoiselle Justine. Urgent, is it? Not really. It's already years late. I just thought they should know. I'm still alive. Portal. Still alive? Ja. Ich habe es nicht ganz kapiert, was passiert ist. Wie so oft. Wir waren auf jeden Fall selber Justine. Ja. Und wir, anscheinend hat sie sich wissentlich in diesen Parcours begeben. Oder? Also am Ende war sie jetzt ja nicht verwirrt oder so, sondern sie wusste dann ziemlich genau, wer sie ist und ist ja da rausgekommen. Ja, aber was sollte das dann mit dem letzten Raum? Sie hatte noch irgendwas gesagt, so ja, von wegen Angst überwinden und so. Hat sie sich dann irgendwie erst dran erinnert, wieder wer sie ist eigentlich, nachdem sie da irgendwie kurz bewusstlos wurde? Könnte sein, dass es irgendwie so eine Methode war, sich selbst wieder zu erinnern. Aber hat sie sich nicht absichtlich auch die Erinnerungen gelöscht? Wie denn? Mit dem Lithium? Naja, mit diesem... Mit dem Lithium vielleicht? Wahrscheinlich. Puh, ja. Ihr habt es bestimmt alles sehr genau durchschaut und könnt uns helfen, was da wirklich passiert ist in den Kommentaren. Ist so super, wie gesagt, so super kompliziert ist es nicht. Es ging dann ein bisschen um die Hintergrund. Also sie ist Justine, sie hat diesen Parcours aufgebaut, testet da Leute.
sie ist so bekloppt geworden, weil ihr Vater früher auch solche Tests mit ihr gemacht hat. Deswegen macht sie jetzt Tests irgendwie mit anderen Leuten oder auch mal halt anscheinend mit sich selbst. Aber wen hat sie denn da jetzt getestet? Beziehungsweise sie hat doch diese drei Personen, der Priester, der Polizist und ihr Vater. Die sind jetzt ja nicht umgekommen, die haben wir ja gerettet. War ihr Vater dabei? Weiß ich nicht. Nee, es war doch der Priester war dabei, der Polizist und ihr Freund. Der Doktor. Ich hab vergessen, wer die drei Personen waren. War es ihr Freund, war es der Doktor? Wieso kacke schon? Wir waren der Erste. Das Zweite ist der Priester und das Letzte ist der Polizeimann. Der Doktor, dieser Inspektor Moreau. Da war der Erste nicht der Doktor, der auf diesem Dings lag? Keine Ahnung. Wirklich. Die Frage ist nur, warum ist sie selber in diesem Parcours, wo sie eigentlich ja sonst, wie man ja aus diesen Tonband oder Tonaufnahmen schließen kann, dass sie da eigentlich andere Leute reinschickt? Vielleicht wollte sie rauskriegen, ob sie genauso fies ist wie die anderen Leute, die sie irgendwie psychologisch testen wollen oder so, oder die da irgendwelche Experimente machen wollen. Aber, ach, keine Ahnung. Ja. Nein. Ja. Unsere Geduld wurde jedenfalls genug auf die Probe gestellt mit dem Spiel. Das waren jetzt dann doch insgesamt wie viel? 7 Folgen? Keine Ahnung. Zwei mehr, Sonderfolgen? Mehr, ja, doch, mit Sonderfolgen, ja gut. Dennoch, wenn man es einmal weiß, geht es ja echt schnell. Dann spielt man es ja locker eine halbe Stunde durch. Ja, aber wenn man es nicht weiß, dann braucht man ein bisschen länger für mehrere Sessions. Ich glaube, die Zuschauer hatten aber trotzdem ihren Spaß daran. Ich glaube auch. Das ist ja das Wichtigste. Es geht nicht um uns. Nee, es geht überhaupt nicht um uns. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Mal gucken, welches Projekt wir als nächstes angehen. Es gibt ja immer noch nicht Amnesia 2, beziehungsweise Amnesia A Machine for Pigs. Gibt es immer noch nicht, obwohl das für den Spätfrühling, Frühsommer angekündigt wurde. Das war für Frühjahr angekündigt, ja. Ja, sollte jetzt langsam mal kommen. Bis dahin finden wir vielleicht noch die ein oder andere Custom Story. Ja, oder andere Horrorspiele. Among the Sleep steht Among immer the Sleep gibt es die Alpha, die muss auch recht kurz sein, die sollten wir auf jeden Fall machen. Denken wir auch, da machen wir eine Folge von. Und dann gibt es noch andere Geschichten. Noch genug. Es soll ja vorgekommen sein, dass uns Leute Tipps gegeben haben, was wir an Horrorspielen also ich habe schon ein bisschen gesammelt, welche Tipps besonders oft vorkamen. Dieses One Late Night hört sich sehr interessant an, vielleicht das. Ja. Also, schauen wir mal, lasst euch überraschen, wir wissen es selber noch nicht. Vielleicht spielen ja auch Michi und Fritz mal wieder ein Horrorspiel. Das wäre eigentlich mal angesagt. Ne? Das wäre echt mal wieder an der Zeit. Michi ist so ich meine, wir sind so abgebrüht inzwischen. Aber mal gucken, macht trotzdem also Spaß. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst. Bis dann. Ciao.